Im Grunde versuchen sie Yoga zu definieren. Aber in der Sprache der Wissenschaft bezeichnen sie es als Quantenverschränkung. Es ist nur so, dass wir es nicht Verschränkung nennen. Es ist eine Quantenkohärenz. Schau, deine Vorstellung davon, was Erinnerung ist, muss sich entwickeln. Bis jetzt war deine Vorstellung von Erinnerung nur, woran du dich erinnerst. Doch jetzt ist deine Vorstellung von Erinnerung mehr technologieorientiert geworden. Du verwendest das Wort Erinnerung heute mehr in Bezug auf deine Geräte als auf dich selbst. Deine Vorstellung von Erinnerung hat sich verändert, dass Dinge Erinnerung haben können. Vor 100 Jahren dachte niemand, Dinge könnten Erinnerung haben, nicht wahr? Nur lebende Wesen können Erinnerung haben. Wie kann ein Ding eine Erinnerung haben? Doch jetzt haben Dinge Erinnerung. Sie haben mehr Erinnerung als du, einen besseren Datenspeicher als du. Das ist also eine enorme Veränderung im menschlichen Verständnis von Erinnerung. Jetzt reden wir darüber, dass Wasser Erinnerung hat. Warum schrittweise vorgehen? Wasser, Feuer, Erde, dieses, jenes. Lasst uns etwas weitergehen. Sie verwenden einen sehr negativen Begriff. Eigentlich versuchen sie, Yoga zu definieren. Aber in der wissenschaftlichen Sprache bezeichnen sie es als Quantenverschränkung. Quantenverschränkung bedeutet, es gibt ein subatomares Teilchen hier. Es gibt ein anderes irgendwo. 1 Million Lichtjahre entfernt. Du kannst dir nicht vorstellen, was das ist, aber derart weit weg, aber diese beiden sind verbunden. Sie haben keine Erklärung, warum, okay? Das Wort Yoga bedeutet genau dies. Es ist nur so, dass wir es nicht Verschränkung nennen würden. Es gibt eine Quantenkohärenz. Das Universum oder die Schöpfung oder der Kosmos ist vollkommen kohärent. Jetzt geschieht das im ganzen Universum. Das bedeutet nicht, hat dieser Klang die Enden des Kosmos erreicht? Nein, nicht in der Art. Aber sie sind kohärent. Nichts geschieht hier unzusammenhängend. Wenn du Kohärenz findest, hast du plötzlich eine gewisse Beherrschung der Dinge. Im Yoga nennen wir das Prajna. Prajna reist schneller als Licht, weil es nicht reist, es ist einfach überall. Wie, ich spreche von diesem Sein. Dieses Sein kann nicht reisen, es ist überall, daher braucht es nicht zu reisen. Man kann es göttlich nennen, man kann es Gott nennen, man kann es Sein nennen, man kann es Prajna nennen. Oder man kann es Quantum nennen. Aber im Wesentlichen, weil es überall ist, sieht es so aus, als ob sich dieselbe Sache überall ereignet. Bedeutet das, es ist von hier nach dort gereist, von dort nach dort? Nein, es ist überall, deshalb muss es nicht reisen. Das ist, was Sein auch bedeutet. Dass man nirgendwo hingehen kann, weil alles hier ist. Alles ist hier. Für jemanden, der willens ist, ist alles hier. Für jemanden, der schrittweise herankommt, schrittweise bedeutet, man muss von einem zum anderen, vom anderen zum anderen gehen. Das ist eine nette Art, es auszudrücken. Allgemein sage ich, es ist eine Verstopfung. Wenn sich das Leben schrittweise vollzieht, dann ist es ein Problem. Denn in wie viele Abschnitte willst du das Leben zerstückeln? Denn die Natur des Lebens ist derart, dass, wenn man es in 1 Milliarde Abschnitte zerstückelt, es noch immer nicht vollständig sein wird. Das Bild ist nicht vollständig. Weil alles hier ist. Es ist nicht in 1, 2, 3, 4, 5. Wenn also Wasser Erinnerung hat, hat ein Stein Erinnerung? Natürlich. Hat Luft Erinnerung? Natürlich. Aber das klingt alles lächerlich, denn wo ist die Erinnerung in der Luft? Nun,
Schau, ihr alle benutzt heute Phones. Es ist nicht verkabelt. Es kommt durch die Luft, nicht wahr? Hallo? Erinnerung reist durch die Luft. Gibt es also Erinnerung in der Luft? Du sollst mir diese Frage gar nicht mehr stellen, weil ihr alle die Anwendungen benutzt. Aber das ist immer noch rudimentär im Vergleich zu dem, was der Kosmos ist. Es ist nicht so, dass etwas von irgendwo nach irgendwo reist. Man kann nirgendwo hinreisen. Denn was man als überall bezeichnet und nirgendwo, sind nicht zwei verschiedene Dinge. Es gibt kein Irgendwo, das ist alles. Es gibt überall und es gibt nirgendwo. Irgendwo ist eine Illusion. Aber im Moment ist irgendwo die einzige Realität, die du hast. Überall und nirgendwo ist eine Illusion in deiner Erfahrung, nicht wahr? Hallo? Irgendwo ist Realität, ich bin irgendwo. Bin ich nirgendwo? Bin ich überall? Das ist die ganze Sache. Überall und nirgendwo sind die Realität. Irgendwo ist eine Illusion. Schau, jetzt bist du ein Jemand. Hallo? Nicht heute, nach 100 Jahren, alle von euch. Ich etwas früher, aber alle von euch 100 Jahre später. Wenn wir euch alle hier begraben, gibt es kein Jemand. Es gibt nur denselben Garten. Hallo? Ja oder nein? Das ist nicht deinen Körper und meinen Körper. Es gibt nur einen Körper aus Erde. Der Unterschied ist also nur, erkennt ihr das jetzt oder werdet ihr es erkennen, wenn es geschieht? Das gilt nicht nur für die Erde, das gilt für die gesamte Schöpfung. Du bist entweder eins mit ihr oder du bist es nicht. Das ist keine Einbildung. Ich fahre vor zu denken, ich bin eins mit dem Kosmos, du wirst verrückt werden. Aber genau so ist es. Wenn es erfahrungsgemäß geschieht, ist es gewaltig. Wenn es psychologisch geschieht, wirst du es verlieren. Wenn psychologisch, wenn du denkst, ich bin überall, dann bist du ein ernstes Problem. Psychologisch, körperlich bist du irgendwo. Aber die zugrunde liegende Realität ist dies. Also, dieser ganze Prozess, das aufzuspalten und zu sagen, oh, es gibt Erinnerung im Wasser, das akzeptieren wir. Aber gibt es Erinnerung in der Luft? Gibt es Erinnerung im Feuer? Es ist eine Schlüssellochansicht des Lebens. Wenn du das Leben weiterhin so betrachtest, wenn du für 1 Milliarde Jahre hier bleibst, wirst du dennoch nur einen winzigen Teil davon kennen, das ist alles. Nichts ist falsch, aber es ist die ineffizienteste Art zu existieren. Weil wir an der Anwendungsmöglichkeit interessiert sind, sind wir nicht interessiert an der Kenntnis. Wie kann ich es nutzen? Bedürfnisgetrieben. Die gesamte wissenschaftliche Forschung im Moment ist bedürfnisgetrieben. Wie können wir es nutzen? Was können wir tun? Kann ich eine neue Art von Waffe bauen, mit der ich dich einfach verbrennen kann, ohne eine Kugel an dich zu verschwenden? Wir experimentieren mit all dem. Komm schon. Hallo? Gerade sind sie auf Bomben gekommen, die explodieren. Alle Gebäude bleiben intakt. Nur die Menschen sterben. Ja, weil es eine Frequenzbombe ist. Sie tötet nur die Menschen. Gebäude bleiben sicher. Ich denke, das ist eine gute Sache. Schau, wenn man ein anderes Land erobern will, die Menschen sind tot. Infrastruktur ist da. Ist das nicht eine gute Art? Wir sind bedürfnisgetrieben. Das ist das Problem. Alles, von dem wir Kenntnis erlangen, werden wir auf immer arglistigere Weise nutzen. Wenn du also bedürfnisgetrieben bist, das musst du verstehen, bewusst oder unbewusst, du wirst zerstörerisch. Was ist falsch daran, bedürfnisgetrieben zu sein? Nichts ist falsch daran, wenn du nur ein weiteres Lebewesen wärst. Nichts ist falsch daran, wenn du nur ein Grashüpfer wärst, weil Lebewesen bedürfnisgetrieben sind. Aber sobald man diese Ebene zerebraler Aktivität erreicht, diese Ebene der Fähigkeit, wenn man bedürfnisgetrieben ist, ist der einzige Ort, an den wir gehen werden, Zerstörung. Es gibt einfach keinen anderen Ort, an den wir gehen können. Wenn also die Gesellschaft oder einzelne Menschen bedürfnisgetrieben sind, erkennen sie dies nicht in ihrer eigenen Zeit, dass sie super zerstörerisch sind. Weil Bedürfnisse kein Weg sind, der irgendwo enden wird. Es ist ein endloser Weg.
Das Sein ist nicht so. Das Reiseziel ist genau hier. Du musst nicht irgendwo hingehen. Das Ziel ist genau hier. Es ist nicht Lichtjahre entfernt. Wenn es Kohärenz gibt zwischen einem subatomaren Teilchen, ein hirnloses subatomares Teilchen hat Kohärenz mit einem anderen 1 Million Lichtjahre entfernt. Dann musst du mit einem so großen Gehirn doch Kohärenz finden können, nicht wahr? Mit allem im Universum. Das heißt Yoga. Yoga bedeutet Einheit. Einheit bedeutet, du bist in Kohärenz mit der gesamten Schöpfung. Nichts zu tun, denn du bist schon voll ausgestattet. Und hier. Nur zu lernen, die Ausstattung zu nutzen, ohne dich zu ruinieren. Das ist alles.